unserer Hallschuhmacherkapelle sagen und aussprechen, die uns heute durch den Tag begleiten werden. Schön, dass wir es machen und herzlichen Dank einmal für den schwungvollen Auftakt. Meine sehr verehrten Gäste, es freut mich sehr, Sie heute persönlich im Namen unseres Stadtrates sowie unserer Bürgerschaft zur feierlichen Eröffnung und Einweihung des neu gebauten Eisstadions unserer Markgrafenschaft Burgau begrüßen und dieses bedeutende Ereignis mit Ihnen gemeinsam feiern zu können. Meine lieben Gäste, ein Eisstadion ist keine Hinterhofgarage, sondern kann nur realisiert werden, wenn viele Menschen mit dem positiven Willen daran arbeiten, ein derartiges Projekt zum Gelingen zu bringen. Eissport hat in Burgau Tradition. 1971 wurden erstmals, Sie bezeichnen sich selber so, darum darf ich es auch anführen, die sogenannten Verrückten haben hier ja, das erste Eisstadion draußen an der Knochenmühle gebaut. Ein Projekt dieser Größenordnung kann auch nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn hierzu ein Grundkonsens in der Bevölkerung einer Gemeinde vorhanden ist. Ein herzlicher Gruß und ebenso ein herzlicher Dank unsererseits gelten daher allen beteiligten Firmen und ihrer Mitarbeiterschaft. Lassen Sie mich an dieser Stelle nochmals herzlich Danke sagen bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserem Stadtrat und im Kreistag unseres Landrates Günzburg und ganz besonders nochmal bei Ihnen, Herr Landrat Hafner, für die finanzielle Unterstützung, die unsere Entscheidung hier in Burgau doch ein bisschen erleichtert hat. Deswegen ein Torwartschläger, da brauchen Sie vor das Ausstellung nur nicht so viel laufen, da stehen Sie besser am Tor. Und dazu ein Puck, der hat eine gewisse Affinität zu den Schlägern, den sollten Sie immer mit verwenden. In dem Puck ist der Schlüssel drin. Dich, Herr unser Gott, segne diese Eissporthalle, die durch das Bemühen vieler errichtet wurde. Erfülle alle, die sich hier im Wettkampf messen, mit gegenseitiger Achtung und Hilfsbereitschaft. Bewahre sie vor Übertreibungen und körperlichen Schäden. Schenke ihnen Gesundheit und Freude am Leben. Und eifre sie an, nach dem Siegeskranz des ewigen Lebens zu streben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich habe sie. Ganz
in der Eisarena in Burgau. Es gibt eine Person, die es quasi hört, ja? Und ich darf bei mir auf dem Eis unseren Bürgermeister Konrad Bahn begrüßen. Bitte schön! Meine sehr verehrten Gäste, ich darf Sie auch recht herzlich im Namen unserer Stadt Burgau heute hier begrüßen. Wir haben dieses Wochenende ja etwas ganz Besonderes. Wir können unser neu gebautes Eisstadion einweihen und Ihre Bestimmung übergeben. Kleinstschüler ein 10-minütiges Spiel Ihnen zeigt.